rosig, wie er im Zickzack durch die Lüfte zog. Ein Jahr voran und dann im zweiten Jahr war Brüllen dran. Mehr, mehr, brüllt lauter, bitte sehr. Ich habe es euch gezeigt. Nun übt es allein. Und wenn ihr groß seid, werdet ihr perfekt im Brüllen sein. Zock machte sich ans Üben. Er brüllte fürchterlich. Er brüllte viele Stunden. Und brüllte heiser sich. Ein herrlicher Tag. Oh ja, stimmt. Dieser Wurm mit Superkraft ist ein Held, der alles schafft. Superwurm, der Superheld, ist der tollste Wurm der Welt. Schnell wie ein Blitz. Stark wie ein Sturm. Hip, hip, hurra für Superwurm. Singen und sausen und fliegen. Der Frosch macht ein Sätzchen vor lauter Vergnügen. Doch dann, der Besen, der Besen! Er bricht in zwei! Der Frosch und die Katze, der Vogel, der Hund, sie taumeln vom Besen hinunter zum Grund, versinken schnell mit Stiel und Stumpf in einem Sumpf.
Die Hexe kann auch nicht mehr richtig fliegen. Mit halbem Stiel, das ist kein Vergnügen. Da tönt es auf einmal wie Donnergetöse. Sehr laut und sehr böse. Ich bin ein Drache, der schlimmste von allen. Und ich habe Hunger. Ich will dich fressen, will Hexe mit Pommes zum Abendessen. Nein! Schreit die Hexe. Es verlässt sie der Mut. Der Drache kommt näher, spuckt Feuer und Glut. Die Hexe mit Angst im Gesicht. Räuberratte in der Höhle war ein armer Bösewicht, tappte durch den ganzen Berg, doch er fand den Rückweg nicht. Die Maus spazierte im Wald umher. Der Fuchs sah sie kommen und freute sich sehr. Oh. Hallo, kleine Maus. Wohin geht die Reise? Bei mir im Bau gibt's Götterspeise. Schrecklich nett von dir, Fuchs. Aber nein. Nein? Nein, ich muss schon zum Mittag beim
Griffelo? Griffelo sein. Beim Griffelo? Sag, was ist das für ein Tier? Den kennst du nicht? Dann beschreibe ich ihn dir. Ah. Er hat schreckliche Hauer. Und schreckliche Klauen. Und schreckliche Zähne, um Tiere zu kauen. Wo? Wo triffst du ihn denn? Gleich hier bei dem Stein. Und Fuchsspieß zu Mittag. Das fände er fein. Fuchs am Spieß? Nein, danke. Rief der Fuchs. Leb wohl, kleine Maus. Und er flüchtete flugs. Oh, wie dumm von dem Fuchs. Er fürchtet sich so. Dabei gibt's ihn noch gar nicht im Griffelo. Und dann?